Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Marco Scheuder. Ich erteile es ihm. Herr Staatssekretär, der Pult und ich, wir sind noch nicht befreundet. So, es geht jetzt um das Bundesvergabegesetz und natürlich, das ist ja logisch, die Grünen interessieren sich natürlich vor allem, wie schaut es denn eigentlich aus mit den Vergabekriterien, besonders was der ökologischen und der sozialen Nachhaltigkeit betrifft, bei solchen Ausschreibungen bzw. Ankäufen und dergleichen. Mit etwas Verspätung, aber immerhin, gibt es ja seit 2010, einen Aktionsplan, einen österreichischen Aktionsplan, wo es um die ökologischen Kriterien für insgesamt 16 Produktgruppen geht. Und unsere Kritik möchte ich diesbezüglich einfach noch einmal wiederholen, weil es natürlich direkt mit diesem Gesetz in Verbindung steht. Im Prinzip gibt es in den von der Kommission, der Europäischen Kommission ausgearbeiteten Kriterien für die ökologischen Leitlinien verschiedene Produktgruppen, die in Kernkriterien und umfassende Kriterien gegliedert sind. Die Kernkriterien sind ziemlich leicht zu erfüllende Minimalanforderungen, so kann man mal sagen. Die umfassenden Kriterien, da geht es tatsächlich um eine ziemliche ökologische Performance, wie wir sagen würden. In diesem Aktionsplan sind aber keine umfassenden Kriterien integriert, zu unserem Bedauern. Weil je ambitionierter Kriterien sind, desto größer, non anet, der ökologische Effekt. Innovation, Unterstützung von Nischenprodukten können nur im obersten ökologischen Segment erzielt werden. Diese Kriterien sind uns viel zu schwach formuliert und leider reicht uns dieses Level nicht. Als Beispiel sei nur angemerkt, bezüglich der schwachen Kriterien, Neubauten. In unserem Aktionsplan wird festgehalten, dass Neubauten nur 25% geringer sein dürfen als der Maximalwert, den der OIB-Richtlinie festgelegt ist. Wir sagen, warum nicht gleich Passivhausbau, prinzipiell bei Neubauten, um nur ein Beispiel zu nennen. Und in diesem Gesetz steht auch nachhaltig, obwohl es eigentlich ökologisch stehen sollte, ha. Jetzt werden sich alle denken, die Grünen reden doch immer von Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist doch ökologisch. Nein, Irrtum, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ökologisch ist ökologisch, brauche ich nicht erklären. Nachhaltig bedeutet ökologisch und soziale Standards. Und jetzt möchte ich erinnern an unsere Enquete gestern für alle Kolleginnen und Kollegen, die dabei waren. Da ging es auch darum, wie wir Entwicklungsländer unterstützen können. Und eine der Sachen war Fairtrade-Produkte, dass wir Produkte kaufen, die zu menschlichen und sozialen Arbeitsbedingungen erstellt worden sind, auch in Ländern, die sehr arm sind. Das wäre zum Beispiel nachhaltig, im Unterschied zu ökologisch. Ja, ich will jetzt aber kein Pro-Seminar machen über den Unterschied zwischen ökologisch und nachhaltig, aber ich finde es sehr wichtig, das einmal erwähnt zu haben, weil das immer wieder verwechselt wird. Und in dem Gesetz steht nachhaltig, es ist aber nicht nachhaltig. Ja, das ist uns wichtig zu sagen. Ein zweiter Kritikpunkt, den ich hier auch anbringen möchte, es gibt Bereiche, die sind äußerst sensibel. Zum Beispiel, wenn im Bereich Verteidigung, im Bereich Militär, Bundesheer Dinge gekauft werden. Warum ist das so sensibel? Ist relativ einfach erklärt. Es gibt nur einen Auftraggeber und das ist der Staat. Und natürlich sehr, sehr viele Firmen, die diese Aufträge gerne hätten. Und dazwischen, wie wir ja mittlerweile leider wissen, gibt es die sogenannten Vermittler, Vermittlerinnen. Man kann sie auch Lobbyisten nennen. Also ich erinnere an Munitionsaffären und dergleichen. Wir alle haben das in Erinnerung. In diesem Gesetz geht uns die Korruptionsbekämpfung zu wenig weit. Und deswegen lehnen wir dieses Gesetz ab. Dankeschön.